Bis Chia, vielen Dank für den Resub im fünften Monat. Scheiß auf die. Und das alles passiert wieder, wenn Mila Pellen geht. Glizzy hat ein dickes Auge, der ist mit der Ärztin nach hinten verschwunden. Als ich abhauen wollte, Mann, habe ich ein Ding von hinten gekriegt, dann bin ich kurz gestolpert, Mann, dann ist mir schwarz vor Augen geworden. Ja, aber hat mich nicht gewundert, Mann, nachdem Mila Penn geht, dass wir wieder im State landen. Jo, ich lande heute nicht im State. Ich lande heute in meinem Scheißbett. Bye, have a beautiful time. Meinst du? Klar. Ich will ein paar Tage her. Nicht im State, Mann. Ja, aber ich esse ein paar Snacks hin hier. Ich will auch mal wieder zu Hause pennen. Jo, hier gibt's Snicker, hier gibt's Snippers und Twerks. Geh kurz pissen, Mann. Ja. Oh. Oh. Was hab ich gemacht? Ich hab meinen Autoschlüssel da reingelegt. Fuck. Scheiße. Was? Nein. Wie? Zieh ihn raus. Geht nicht, der ist weg. Fuck. Geh Scheiße. Mal, mal. Kick mal mit deinem Fuß dagegen. Scheiße. Fahr das Ding nochmal an. Vielleicht fällt der da raus. Kann einer mal gucken? Das war, ich glaube, das war der Schlüssel für Milas Fahrrad. Nee, Mann, fuck. ich sehe. Ja, der nächste, der sich vielleicht einen Zwickers kauft, oh, der Scheiße. Versuch mal dagegen zu treten oder so. Ja, tritt mal dagegen, Toy. Ich komm, ja, klar, mit meinem. Ach, stimmt, das nicht. Ach so, ja, komm, ich tritt, Mann. Geh weg. Warte mal, Scholdi, du bist klein, kletter rein. Ich brauch meinen Schlüssel. Ich bin so dumm, Alter. Scheiß drauf, Mann, die haben Dings. Die haben jetzt Snippers und Twerks. Also, von unten sehe ich nix, Mann. Fuck. Was ist deine Ärztin? Was? Was ist deine Ärztin? Irgendwo da hinten. Ja, Glizzy, geh mal einen Schritt zur Seite, Mann. Ja, aua! Na, nicht jetzt. Jo, die ist nicht verfügbar, doch. Yo! Was geht denn bei euch? Mann, aua, war keine Absicht, Mann. Bro. Doch, doch, wie du dies an. Ey, ich weiß nicht, aber der Schlüssel ist, glaube ich, nicht mehr drin. Ja, scheiße. Ich hab da nichts gesehen. War nur vom Fahrradschloss. Aber da macht Mila Müll der Hölle heiß. Sicher nicht, dass du Autoschlüssel da reingelegt hast, Mann. Hast du überhaupt ein Auto? Ja, na klar. Doch, du hast einen. Vielleicht irgendein Twitch-Fehler? Oder vielleicht habe ich zu oft alright. Motherfucker gesagt? Ja. Okay, danke dir. Bitteschön. Jo, Medizinfrau, Mann. Ich glaube, hier mein Kollegen, der Rücken juckt, der hat da irgendein Problem, Mann. Ja, und das ist doch nichts fürs Krankenhaus, du Idiot. Weiß ich nicht. Vielleicht hast du Schuppenflechte oder so. Wie geht's dir da unten? Ja, alles Hä? Welchen Wer meinst du jetzt? Wer bist du? Danke für dich. Sieh doch hier, dass du klein bist. Ach, Mann. Meinst du jetzt Shorty oder Kurt ist im Rollstuhl? Natürlich den kleinen Shorty. Junge, gib gleich hier Ärger. Bitte gegen das Schienbein. Jo, wie schafft man es, einen Schlüssel in einem scheiß Automaten zu verlieren? Ja, was soll ich machen? Der ist mir reingefallen. Wir sind die größten Idioten. Platz da! Aua! Ey! Warum stehen hier so viele Fahrräder? Ja, damit haben die Wichser nicht gerechnet. Neo, danke schön für 400 Bits und Hamax, danke schön für den Prime Sub. Yo, guck mal, wer da ist. Was? Die scheiß Nappers-Kinder. Ja. Die sind noch weggefahren vor dir. Jo. Und dann sind sie auf diesen Hof gefahren und dann war der dritte da von denen und dann sind die auf uns zugekommen. Dann hast du ja gesehen, was passiert ist. Jo, ich hab euch angefeuert. Hast du den Scheiß gefilmt wenigstens? Nö. Wie oft soll ich noch auf dem Handy filmen, wie die aufs Maul bekommen? Sollen wir zur Tanke? Ja, können wir machen.
fahre jetzt wieder bergab. Weil jeder auf dem Server das weiß. Jetzt aber schnell! Wie viel schaffen wir? 18? 19? 21? 23? Ja, fuck. Yo, Bro! Hilfe! Oh mein Gott, ich bin so schnell. Danke, Furbitz. Oh mein Gott! Das war knapp. Neo, vielen lieben Dank für 10 Gifte Subs, Chat. Wo sind die Eulen? 2, 3 Eulen da. Mal Pokers im Chat. Und Neo, danke schon für 500 Bits. Vielen lieben Dank. Ich hab mich fast aufs Maul gelegt. Hui. Boah, Jojo, guck mal die Karre an. Boah. Fettes Teil. Ich glaube, allein fast wir. Ja, hier ist jemand eingebrochen. Boah, guck die Karre an. Oh, was ist das für ein Car? Gehört irgendeinem reichen Wichser. Lass mal klauen. Ja, auch klauen Scheiße. Warte mal, Dietrich? Spend mal Eulen. Wir haben ein bisschen Poggers und so im Chat. Ne, dankeschön, Neo. Und Black Eyes, dankeschön für den Resub im 49. Monat. Entschuldigung, gerade erst gesehen. Erstmal 360 Grad Drehung. Heute scheint nicht viel los zu sein hier, ne? Warte. Es ist halt einfach. Man muss ehrlich sagen, es ist einfach tot und das fällt doch einem auf, wenn die NPCs auf einmal nicht mehr kommen. Wo auch immer die sind, Alter. Muss unbedingt gefixt werden. Bye, have a beautiful time. Guck dir mein Jojo an. Gib mal einen Schnur, Junge. Was sind die ganzen Motherfucker? Weiß nicht. Komm doch an, welche Motherfucker du meinst. Ja, wohl, die Marping hier. Oh, Bro. Jo. Oh, das war knapp. Alles gut, Mann. Jo, das war knapp, Alter. Ich konnte mich gerade noch so auch halten. Er macht einfach Backflip mit seinem. Er denkt kurz Tony Hawk mit Rollschuh geworden. Warte mal, ich hab Hunger. Danke, Furbit. Oh, mein Rücken schon wieder. Oh, ich krieg's nicht raus aus der Hosentasche, Scheiß-Sandwich. Ach, scheiß drauf. Egal, ich denke wieder. Lach dir, Wichser. Was soll das jetzt? Was ist los hier? Haut mal was raus für so geiles RP. Neo, dankeschön für 1000 Bits, Bruder. Und Cyrus, dankeschön für den Resub im 5. Monat. Die sind alle müde, die kannst vergessen. Aber wir haben schon wieder 11:30, Alter. Wo geht die Zeit hin, Junge? Ey, das fühlt sich einfach so an, als hätte ich nichts erlebt. Mir nichts passiert, als wäre ich gerade erst online gekommen. Klar, müde, ihr seid immer müde. Immer müde. Wieder Samstag, geh nix, sind wir Mittwoch. Wie darf das? 24 Stunden Stream würde ich nicht aushalten. Ich würde nicht mal 12 aushalten. Ich bin alt. VOD wird wahrscheinlich nachher funktionieren. Ja, wo sind die kleinen dreckigen Nabaskinder? Ja, aus dem Weg, Rift King.
Ich finde das aber cool, dass auf einmal alle anfangen zu BMX zu fahren. Wegen keinen Cash für Dank. Wo wir Cash haben. Haben wir die nur über VPN, aber warum? Hab ich echt so oft Motherfucker gesagt? Dankeschön übrigens für die Eulen-Shit. Ehrlich? Liegt das echt daran? Hey Curtis. Yo. Dieser Taxifahrer Ali, ne? Yo. Ist der irgendwie ein Kollege von dir? Was heißt Kollege? Warum? Er meint zu mir, du bist seine Familie oder so ein Scheiß. Was denn? Ja, dieser das Ali? Ist, den rufe ich halt immer an, wenn ich ein Taxi brauche, ne? Ja, keine Ahnung. Und der Ahnung, hat mir schon mal Schmerzmittel verkauft. Der hat vorhin versucht, hier mit diesen komischen Typen da vom Krankenhaus, wo wir uns geprügelt hatten. Wie? Hat der versucht, Frieden zu machen. Was heißt denn Frieden? Ja, so, keine Ahnung, ja, hier, entschuldigt euch beide mal und so. Keine Ahnung, was der Ali schon wieder labert. Er ist auf jeden Fall den sein Freund, meinte er. Ja, wo ist ein Freund, aber nicht meine Familie? Nee, das ist den sein Freund so, keine Ahnung. Mit dem Turax würde ich den abstechen. Ja? Auf klar. Nee. Für mehrere Joints? Synetics, danke schön für die Prime. Kannst du deine Mama von der Straße holen? Yo, Jojo, warum ist denn deine Mom schon wieder hier? Achso, ich dachte, das wäre seine Freundin. What the fuck, up, ja, bitch? Wohin rennen die? Du bist ugly, bitch. What's happening? Bitch. What's happening? Bitch. Bitch. Yo, pass auf, Bro. Ich rüber zu den Nappes-Kinder, ja? Komm, lass zur Tanke, Mann. Scheiß auf die Wichser. Nö, ich zette jetzt einen Krieg an. So Flamingo, Mann. Ihr scheiß Pussys. Fängt euch. Ja, fängt euch. Die haben anscheinend keinen Bock. Sie lebensmüde, Mann. Warum? Das sind Pussys, die machen nichts. Du hast einfach Drive-By aus Rollschuh gemacht. Nee, mit Duplo. Bis die Pussys auf einmal eine Knarre ziehen, Mann. Was denn? Krass. Ich mag das hier in Los Santos. Ist schön, ne? Jo, was geht denn bei dir? Ja, ja. Fuck. Was? Ja, was geht ab, Mann? Das ist mein Cousin, Tony. Ich kenn den. Was geht, Tony? Ja, ja, ich grüße. Der scheint dich aber nicht zu kennen. Doch, guck klar, doch. Klar, komm her, Junge. Man kennt sich. Hier, bitte, Mann. Jetzt verpiss dich, bevor die Bullen kommen. Nur verpiss dich jetzt. Ich hab keinen Bock auf dich, ehrlich. Der will mir schon wieder den Schwanz lutschen oder so. Ist der nicht von dem Project? Naja, ich glaube, das sieht nicht so aus. Warum guckst du immer noch, ey? Der soll mal abhauen, ehrlich. Soll ich den beißen? Soll ich den beißen? Ich beiß den, das ist kein Problem. Fick den. Was los, du kleine Bitch? Ja. Oh! Sit your goofy. Sit your goofy? Was seht ihr? What's happening? Weißt du nicht, was goofy heißt? Bitch. Sit your goofy ass down, bitch. Mann, bitch. Yo. Bitch. Boah, der haut ihn richtig weg, Junge. Ja, ich klär das dann morgen ab, dann hast du... Let's go, Leo, lass ihn aufstehen, Mann. Ja, das okay, ist Glizzy, mein ich. Doch nicht. Der heißt nicht Leo, der heißt Glizzy, du Idiot. Ich hab doch Glizzy gesagt, Mann. Du hast erst Leo gesagt. Mal, danke dir. Ich hab mich versprochen, Mann. Lass ihn aufstehen. Hast du da auf jeden Fall die Karre. Dreckigen Schädel. Jo, lass ihn doch mal aufstehen. Mann, lass ihn eine Chance, Mann. Was bist du für eine Pussy? Mann. Was für let's aufstehen, go, bitch, Mann. Ich zitrone dir den Schädel, Mann. Bitch. Was ist das jetzt? Da, der haut doch schon ab. Bei Trailway hat er Angst. Glizzy hat er ausgelacht. Bro, ich wollte den killen. Yo, Trail, deine Mom. Das ist nicht meine Mom, ich glaube, das ist vom Schade, die Mom, hä? Gar nicht. Hat nein, die man ist viel zu groß. Hat die da auch 15 Jahre im Bauch getragen wie so ein Känguru-Baby? Deshalb ist der auch so klein. Oh, bitte. Der kleine Motherfucker. Ey, ich hab nirgends meine Ruhe. Selbst im Krankenhaus werde ich geärgert, Mann. Yo, Schade, schick deine Mom weg, sonst nehme ich den Scheiß auf.
Komm, verschwinde jetzt. Guck mal, Alter. Komm. Ich will die umsonst haben. Ich will die mit jemand anderes machen dafür. Geh jetzt, Mann. Scheiße, Mann. Junge, ist ja peinlich eigentlich, Alter. Dumme Kuh. Yo, Shorty, Mann, was macht denn deine Mom jetzt hier? Erzähl mal, Shorty. Ja, und sein Dad kommt auch. Guck mal, die packt sich schon am Arsch, Junge. Die war wirklich machen, Alter. Geh jetzt, Mann, bitte geh. Yo, Shorty, Mann. Oh mein Gott. Yo, die ist am Trucken. Yeah. Beat. Take the rest. Ich versteck die Hände. Ich muss mal kurz weg, Mann. Ja, reicht jetzt auch, Mann. Kannst jetzt gehen, Mann. Die ist was für ein Glizzy. Los, verzieh dich jetzt. Was denn? Das ist genau mein Bitteschön. Die ist hartnäckig, ne? Die Mutter von dem, ehrlich. Nee, die war schon immer hartnäckig. Ich wollte mal eine Tasse Zucker von dem Mila, die stand 5 Stunden vom Maul. Küssen. Was willst du? Ich will die küssen. Du, mein Schmatzer. Jo, ja, man, pass auf nicht, mal, dass du wieder ins Safe kommst. So trau ich dich so, wie du mich immer gehauen hast. Mein Creme-Törtchen, was geht denn? Jo, der Glizzy macht deine alte Fil. Der macht deine Mom Fil. Lass die Mom von Shorty holen. Hey, Bro, ich glaube, deine Mom steht auf mich. Ja, drück rein, dann kriegst du alles, Mann. Oh mein Gott. Guck mal, wie die Duckface macht, yo. Jo, ich schwör dir. Ey, Glizzy, die will dich, Alter. Geh jetzt oder ich hau dich. Gib dir einen Schubser, Mann. Gib dir doch mal einen Schubser. Der hat mich auch immer früher gehauen, die dumme Kuh, Alter. Gib dir mal einen Klaps auf den Arsch. Komm, jetzt gib dir einen Schubser. Ich find das so. Yo, bist du, was machst du mit deiner Mom, Mann? Ich brauch die eh nicht, Mann. Ich muss nur einfach Damn. Yeah. Peachy. Yo, ich verpiss mich. Raus aus meinem Scheißrollstuhl, du Wichser. Wichser. Ich hau ab. Oha. Nehm ich mit, bitte, Alter. Bruder, wo NPC, Alter? Wo? Tot einfach. I'm fast as fuck, boy. Dich überfahren? Yo. Der NPC ist alle weg. Ich wär dabei, Mann. Ich fahr zum Barber, ich mach mir ihm die Haare auf. Er knockt seine schon... Mutter aus, Alter. Er knockt das einfach seine Mutter aus. Ja, Scholti, du bist ein eiskalter Motherfucker. Ehrlich, der wird doch, komplett umgebaut, Bruder. Die hat mich früher immer gehauen, morgen Alter. Abend irgendwann. Und deshalb musst du die schlagen? Nee, der hat mich aber weggegeben. Ey, guck mal, da kommt die Mutter von Glizzy, Alter. Ich hab's auch ohne die geschafft, Mann. Tja, oder wir holen Dope und fahren direkt weiter, so, weißt du? Was wollt ihr machen? Ein bisschen ticken gehen. Ja, was ist denn das? Welche Maßen das jetzt hier schon wieder? Von Glizzy. Nee, der ist nicht da, der ist gerade zum Barber gefahren, Mann. Der lässt sich die Haare aufmachen. Jo, die ist auch hart. Der hat gesagt, der will einmal so schön aussehen wie du. Ja, reicht jetzt auch. Ich hab gar keinen Bock mehr, mich weiter zu teilen. Ja, ich fahr schnell zum Klamottenstore. Will wer mitkommen? Ey, geh weg von meinem Pips, Alter! Jetzt runtergeworfen! Was hat die gemacht? Guck mal, wie schlecht Dani da steht, yo. Gib dir doch eine Chance, drei. Junge, nur weil ich hübsch bin, Alter, heißt doch noch lange, dass jeder einfach ran kann. Yo, Jojo, lass los, oder? Ja, Glizzy wird auch mitkommen, Mann. Yo, wieder zum Store, Alter! Ich hab gleich Arme wie Arnold Schwarzenegger. Scheiße, Mann. Ey, yo, Glizzy, Alter, schick mal deine Mom weg, ja? Yo, Glizzy, deine Mom ist echt nervig. Das ist gar nicht meine Mom. Meine Mom ist fetter. So. Ah, da vorne kommt die doch, oder? Dann wo denn? Ja. Ja, jetzt mach mal Platz hier. Geh mal ein bisschen weg hier, ja. Den nicht so gucken. Dankeschön. Verzieh dich. Nimm deine Brettkarte. Das ist die traurig, weil Glizzy gesagt hat, das ist nicht seine Mom. Wie peinlich, die Alte. Ja, was kann ich für dich tun? Oh, yeah, what's up, dog? Yeah, for sure.
Ja, Twill, der will aber auch was von dir. Ja, ich weiß nicht, halt. Irgendwie waren die alle was von mir. Fick dich! Hey, yo, yo. Wart ihr schon wieder zum Store? Ja. Yeah. Hey, wir wollten Dope holen und ein bisschen ticken, um zu ticken. Wo? Oh. Ja, starten wir bei dem Laden. Welchen Laden? Den Dope Store, wo der Homie von mir arbeitet. Ja, wo willst du ticken, du Idiot? Ach so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Am Strand? Sollen wir mal am Strand hin? Ja, Mann, lass mal nach Westpool. Bro! Ja, wir fahren mit dem X, ne? Ich glaub, das macht Curtis nicht mit seinem Arm. Ja, ich kann nicht mehr... Ja, aber geht, ich bleib hier. Warte mal, du hast doch einen Bus, Alter. Ja, wo ist denn der, Motherfucker? Bro, der wird komplett umgebaut, der ist erst morgen Abend fertig. Wo ist der irre, Mann? Yo, Bitch, Mann, was willst du hier? Verzieh dich mal, das Ding, Mann. Mann? Wow. Also, warte, nein, der will was, hier. Jetzt warte ich weg. Ja, verzieh dich. Was willst du jetzt vom Shorty, ha? Yo! Immer auf den Kleinsten. Oh Gott, Alter! Motherfucker! Jo, mein Gott! Jo, was geht denn jetzt her? Piss dich jetzt, Alter, ich schwör's dir mal. Komm her, Alter! Komm her! Ich prügel dich da! Jo, schnell weg hier! Schon, die haben beim Fahrrad abgeschubt, jo! Dieser Penner, Alter! Immer der alle gehen immer auf mich, Mann, was ist das? Geh weg, Lizzie! Mach den weg! Lizzie, geh weg! Ab! Jo! Was macht ihr? Was geht hier ab, Mann? Brennpunkt. Jo. Komm, lass verschwinden, Jungs. Junge, ich liebe diese NPCs, Alter, einfach. Die machen. Auf, tritt schneller in die Pedalen, Mann. Was für Pedalen, Junge? Das ist kein Fahrrad. Idiot, fahr vor. Einfach so random, Mann. Und iBeam, dankeschön für die Prime Sub im 9. Und Faultier, dankeschön für die Resub. Hast du gehört? Ab durch die Hecke. Komm schon. Fuck. Jo, ich komme in den Show, Shorty. Jo, ich fahr rückwärts. Fuck. Lach nicht, du Wichser. Hör auf zu lachen. Warte, ich versuch dich anzuschubsen. Ich komm schon. Komm. Jo, schneller, komm. Komm. Funktioniert. Oh mein Gott. Es funktioniert wirklich. Jo, danke. Oh, bitte. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man Pitbull-Beine hat. Guck mal, ob meine Karre abgeschlossen ist. Geh mit den anderen ticken, ich geh gleich eh. Nee, Mann, am Ende wirst du noch gejumpt, Mann, was im Rollstuhl. Was du? Ich zieh dich runter, dem versuch ich allen den Arsch. Ja, okay. Eigenverantwortung. Ich hätte gerade wirklich Eigenverantwortung gesagt. Komm, wir fahren ein bisschen durch die Hood. Wäre richtig cool, wenn NPCs da wären. Außerdem würde ich das fühlen, wenn die Napaskinder mich aus dem Rollstuhl holen würden. Und mir den klauen würden, Alter. Ich war im State Prison und ich habe so ausgespielt, dass NPCs mich da verkloppt haben. Vorhin bin ich vor Cops weggerannt, da hat der Bein nur mehr wehgetan. Bisschen komisch, deine Freunde. Ja. Mich schon NPCs, Junge. You cocksucker. Ja, willst du mich verarschen? Ja, ich hab dich auf Lautsprecher. Willst du mitkommen dann, oder? Wollen. Ja, ein paar Drogen verticken. Ja, aber ich knall jetzt nicht zum Strand runter.
Wir können ja woanders hin. Ist ja egal. Ja, aber wohin wollt ihr? Ja, ja. Wir holen erstmal Joints und dann überlegen wir in der ja, Zeit. Ja, ich fahr ein bisschen in den Hood rum. Okay, bis gleich. Bis gleich. Was guckt ihr so, ihr Wichser? Crazy fucker! I'm the word of God. Häng dich. Voll ruhig, Mann. Aber schränk dich schon hart ein, Alter, mit dem Rollstuhl. Wenn ein Bein kaputt ist. Nicht schön. Ja, was geht ab? Beschwerst dich über mangelnde NPCs? Dürfte ich links im Foto reinposten? Nö. Und ja, beschwer ich mich. Weil die Stadt mal hier voll war. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Es spawnen nur Ambient-NPCs. Die im Kreis stehen, die auf einer Mauer sitzen. Und die normalen NPCs nicht mehr. Ja, jo, was geht ab? She a fucking klepto. I don't consider her my sister. Are we done yet? I gotta go. Game Config ist nicht genannt, nein, nein. Keine Ahnung, was da wieder umgestellt wurde. Das ist schon seit Tagen so. Und es ist kacke. Weil es die Immersion komplett zerstört. Weil es sich anfühlt dann auf einmal wie ein leerer Server. Guck, keine laufenden NPCs. Ja, aber das sind auch Ambient NPCs, Robert. Diese ganzen NPCs fehlen, die einfach nur laufen. Für die Kulisse halt. Und guck mal, wie wenig Autos unterwegs sind. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass der Nick das fixen kann. Das ist normal, dass das Auto verschwindet. Ich glaube, Therese. Therese, du warst vorhin auf dem Server, ne? Ich hab dich gesehen, du standst bei so mexikanischen Arbeitern. Aber ich hab dich nicht angequatscht, weil ich dich nicht kenne. Mit der Bung in der Hand. Wird vom Bullen gejagt. Das einlaufen lassen, aber ohne Ambient der PC. Geht da zwischendurch immer und fragt nach Arbeit. Mal gucken, wo die Ticken gehen wollen. Vielleicht schließe ich mich noch da an. Ja, wo wollten wir jetzt ticken? Ich weiß noch nicht, aber ich habe jetzt Leo und, also Glizzy und Shorty gesagt, die sollen zur Tanke kommen. Du hast schon wieder Leo gesagt. Ja, was für eine Tanke unsere? Ja, ja. Jo, jetzt bin ich bis zum Store gefahren, Mann. Ach. Ja, wenn du Shorty siehst, dann sag er, soll am Store bleiben. Jo, der ist schon vorgefahren gerade.
Oh. Egal, ich komm zu. Ich leg mich gleich pennen. Bin mega kaputt. Ja. Okay, dann kommen wir zur Tanke. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Boah, die wissen aber nicht, wo hinten vorne ist, Alter. Schotti, aber ich sag dem nicht Bescheid, weil er ein Penner ist. Er hat vorhin nicht mitgekämpft. God damn! Watch it! That's right, son. Fuck! Lay around. Come on, motherfucker, run up, run up. Didn't I tell you, motherfucker? Be easy, everybody calm down. It's gonna be alright, man. Calm down. Be easy. Hey! Tankstelle! Jojo! Ja, ja, okay. Oh mein Gott! Nee, du kannst kein Bunny-Hop machen. Da Vinci, das geht wohl nachher wieder. Als ob das jetzt gesperrt ist, dass ich Motherfucker sag oder so. Ja, dann dürften gar keine VODs existieren in der RP-Szene. Wie oft sagt einer Huren und so was. Meinst du echt, das bleibt so? Kingpin, danke schön für den Prime-Sub im 8. Was läuft, was läuft, was läuft? Nix, Brudi. Chillin. Der ist schon wieder 12. Echt, warum? Hab ich aber noch nie gehört, dass die einen VOD quasi sperren wegen Ausdrücke. Ja, wo sind die Motherfucker? Das sind solche dummen Idioten, ne? Ich hätte noch nie gehört, das ist das erste Mal. Aber wie oft habe ich schon Motherfucker oder so gesagt? Alles gut, Mann? Die Jojo meinte, betreffend seine Tankstelle. Keine Ahnung, wo die schon wieder sind. Ja, der hat mich auch angerufen, Tankstelle. Hier, dieser Glizzy, der geht kurz nochmal zum Store. Okay. So, rubbeln. Brrr. Ja, easy, $100. Erster los. Please, give me. Give me that shit. Burger. Yo, Jamal, danke schön für den Prime Sub 29. Merci. Keine Ahnung. Wenn nicht, lade ich da drunter, wenn ich hier nicht unbedingt raus. Das ist schon echt wack. Was machst du schon wieder rubbellose? Ja. Du gewinnst eh nichts. Außerdem wollte Jojo mir noch Kohle geben, der Wichser. Wo ist TK hin? Der muss mir auch noch Geld geben, Alter. Oh, hab ich dem seine Nummer? Macht mich sauer. Hm. Wie hieß der Motherfucker nochmal? Tyrone? Was für ein Tyrone? TK? TK. Ich kenne den nur. Ja, ich kenne den nur als TK, Mann. Wie kommst du auf Tyrone? Weiß ich nicht. Ich hab im Handy ein Tyrone drin. Ist es der? Keine Ahnung. Ja, frag den doch. Keine Ahnung, Alter. Ich ruf den an. Verletzt, verletzt, Kingpin. Alle müde. Anruf Bernswarzer. Fuck you. Chill einfach und bin am Pennen, Junge. Aue Bein. Ja, wo ist Glizzy? Der ist kurz im Store. Alright. Geht jetzt gleich nur ticken? Jojo, du wolltest mir eine Kohle abgeben von dem Scheiß los, ne?
Wie brauchst du, Mann? Keine Ahnung, mir scheißegal, ich nehme alles, was free ist. Wenn die 5, 6 Scheine oder so geben, wenn du willst. Hau rein, ich hab dir noch gar nicht erzählt, ne? Wir haben auch Geld gekriegt, weil wir die Nappes-Kinder gejumpt haben. Ja, doch, G hat erzählt schon. Okay. 10 Scheine haben wir dann aufgeteilt auf uns drei. Wo wollt ihr ticken gehen, Mann? Strand. Denk mal auf, Weinboot ist auch bei den Reichen, ne? Da kannst du auch gleich dein Dings abgeben gehen, Mann. Dein, Hab ich schon. Scheißdreck da. Achso, okay. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus dem Knast gekommen bin. Direkt ein paar Fotos gemacht mit den 20.000 für Social Media. Damit die Leute denken, bei mir läuft. Ich habe mir meine Dreads abgeschnitten. Warum? Weiß nicht, ich wollte was Neues. Hab ich auch. Aber vielleicht. Mach doch Waves. Ja, ich versuch das, denke ich mal. Habe ich mir einen Durag geholt. Vielleicht lasse ich die auch so. Ja, auch richtig gefährlich an Tankstelle zu rauchen, dann let's go. Oh. Ja, no risk of fun, man. Weißt du, man, ich liebe das. Was soll denn passieren? Und wo ist G jetzt und so? Die waren noch am Klamottenstore, die wollten eigentlich herkommen. Wo ist eigentlich Jeffrey? Den habe ich auch schon Tage nicht gesehen. Ich auch nicht, man. Passiert erst was, wenn du tankst. Hab ich gehört. Ach, da passiert nix. Gleich erst mal gucken, was Mila schon wieder hatte. Chat ist müde. Also ich bin ehrlich, ne? Ich hab mehr Angst davor, mal allein von den Rednecks erwischt zu werden, als vor den Nappos-Kindern, ne? Ja, wer weiß, wie die drauf sind, Mann. Ich kenne die nicht. Was? Die wollten Jojo entführen. Echt jetzt? Hm? Ja, ja. Oha, hat Fahrrad und hat kaputtes Bein, konnte nicht laufen. Haben wir gesagt, so, oh, ja, komm doch zu uns in den Kofferraum. Dann hat der eine so gelacht, so, ho, 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 dich nehme ich mit zur Farm, hat der gesagt. Motherfucker. Habe ich gesagt, die sollen sich verpissen. Wenn der Motherfucker ja. Vom PDM was zahlt, dann haben wir dann ein Auge drauf. Wenn die nochmal hinkommen. Ich habe auch schon zu ihm gesagt, darüber kann man bestimmt quatschen, so. Er muss noch aufpassen. Wir haben gesehen, dass du ein junger Bursche bist, Mann. Ja, jetzt muss ich tanken. Die wollen dich da großziehen, dass du aus dem Stimmbruch rauskommst, Mann. Scheiß drauf, Mann. Mila streamt nur freitags und sonst. Jetzt sollen die dich mal großziehen, dass du ein bisschen wächst und über 1,60 kommst. Ja, und hör auf, deine Mom zu schlagen, Jordi. Ja. Zug abgelaufen. Junge, ich kenne ihn nicht richtig, Mann. Die hat mich weggegeben damals, keine Ahnung. Wo ist ein Trail hin? Weiß ich auch nicht. G im Klamottenladen. Ja, ich verpiss mich bis nachher. Alright, wir sehen uns. Bis rein. Kervix, Dankeschön für die Prime Sub im Einsatz. Monat Chat, wir gehen ab in the Booth. Endlich mal wieder. Nach Tagen. Warum hupt mich eigentlich jeder an? Don't mad dog me, fool. You asshole. Chill the fuck out. Ob die NPCs mögen mich nicht. I was bumper to bumper, stuck in his gut. Nee, die können mich nicht leiden. Ja, ich glaube, oder die denken, ich bin Auto. Solange die mich nicht abknallen dafür, ist alles cool. Na, eigentlich sind das noch Ballers im PC. Vielleicht wird das irgendwann mal geändert. Dann kommt die Relationship rein. Edna Jut, EOHT, hau rein, Bruder. Wie heißt Mila eigentlich auf Twitch? Mila Morgan. Ja, was macht der Motherfucker für. Oh mein Gott.
kann den nicht boxen, sonst klären die mich ab. Ja, ja, was geht ab? Yo, Bro, pass bitte auf den Rollstuhl auf, yo. Oh, Mila hat sogar ihr Fahrrad hier gebucht. Das ist cool. Ich hoffe, dass der da stehen bleibt und dass keine Motherfucker den klaut. Morgen kein Dodge. Hallo, Bellic, leider ein bisschen zu spät. Immer ab 19 Uhr. Ich bin vorher im Chat, selbst wenn ich 10 Minuten zu spät komme. Oder habe ich vielleicht aus Versehen Musik angelassen beim VOD? Warum geht die Tür auf? Keine Ahnung, du kannst doch nicht da rein. Ja, ja. Nein, ist nicht wegen Musik. Ist echt wegen Motherfucker und so Shit. Ist Siri am Stream? Oh, das ist echt, da darf ich ja gar nichts mehr sagen. Was selber empfehlen. Ist nicht schlimm, Bro. Ist alles cool. Gegen Motti-Tage mal lesen, okay. Bei mir ist der aber nicht online. Warte mal, von welchem Juri reden wir gerade? Von Innovation? Und wird nämlich nicht als online angezeigt? Eigene Wörter erfinden. Wenn ich seinen Kanal eingebe, sagt er mir, es tut uns leid, dieser Inner ist nur verfügbar, wenn du eine Zeitmaschine hast. Jo, ich kenne den Namen. STGF5? Ah, jetzt. Jetzt geht. Jo, dann schicke ich euch zu Jürgen rüber. Ich glaube, der baut eine Kartbahn. Der baut auf jeden Fall eine Kartbahn. Sieht sogar schon richtig aus. Ja, Twitch hat sich wieder was Cooles ausgedacht. Dann sage ich, trotzdem, Motherfucker. Aber wenn wir schon eine Lösung für finden. Aber wenn ich dir Top VPN besorgen muss, Da Vinci, ist denn nicht schlimm. Wunderschöne gute Nacht wünsche ich euch und vielen lieben Dank für den Support. Und Herr Harley, vielen lieben Dank für den Host noch. Guten Abend. Ich hab's für dich schon, okay, Dankeschön, Da Vinci. Wir sehen uns nachher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Zeit ging heute mega schnell um. Nicht mal 4 Stunden. Mein Gott. Ich lasse auch immer nach, ne? Bis nachher. Ich mach mal schon den Raid-Ding hier. Und seid lieb zum Juri. Der baut eine Kartbahn. Die werden wir wahrscheinlich auf Nifty dann sehen. Und lasst euch nicht anquatschen. Lasst mich nie anquatschen. Immer schön lieb sein, ne? Tschüss, Chat, und bis nachher und Dankeschön. Bye-bye. Ciao mit Ö. Kuss.